Drei Mehrfamilienhäuser in 3 Jahren, das hat Gwen Herbst gekauft und zwar sehr erfolgreich. Ein nicht ganz so zukunftssicherer Standort, extreme Renditen, Sondervermietungsmodell, da kommt eine Menge zusammen, warum sie sehr erfolgreich mit schon 30 Jahren in Immobilien ihr Geld anlegt. Und die haben wir eben interviewt und wir sprechen zuerst darüber, wie hohe Renditen durch möbliertes Vermieten möglich sind. Ja, und wie man die Rendite steigern kann, wenn man sich auf ein ganz bestimmtes Klientel, eine ganz bestimmte Zielgruppe fokussiert, in diesem Fall eine bestimmte Sorte von Studenten. Ja, wie sie sehr, sehr, wirklich sehr günstig renoviert, aber trotzdem mit dieser Renovierung den Wert auch bewiesen durch die Bank steigert. Wie man eine Wohnung einzelzimmerweise vermieten kann und dabei nicht in einem Wust aus Betreuungsaufwand endet. Und wie die Gwen Immobilien unter Marktpreis einkauft, mit welchen Taktiken und Tricks sie arbeitet, um noch ein wenig bessere Preise zu bekommen, so gut wie bei jedem Kauf. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Und wenn du genau das verstehen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. So, wir wollen heute darüber sprechen, wie man Geld verdienen kann mit möblierter Vermietung, wie man sehr günstig Mehrfamilienhäuser kaufen kann und wie man sehr hohe Renditen erzielen kann, ohne sie ganz genau auszurechnen. Und zwar mit Gwen Herbst. Gwen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch, dass ich da sein darf. Ja, ich stelle dich ganz kurz vor, damit die Zuschauer eine Idee kriegen, wer du bist. Du heißt Gwen Herbst, bist 30 Jahre alt, kommst aus Bayern. Du hast Interieurdesign studiert, hast ein Unternehmen für Messevertrieb, verdienst damit eigentlich grundsätzlich dein Geld, hast aber in den letzten 3 Jahren 3 Mehrfamilienhäuser gekauft. Genau. Und du hast ein Modell, wo du Mehrfamilienhäuser kaufst, die, ich sag mal, eher an schlechteren Standorten sind, sie dann extrem kostengünstig renovierst, dann eben die Zimmer einzeln vermietest und so sehr, sehr hohe Renditen erzielst. Ja. Jetzt würde ich das so beschreiben, ich meine mit 30 schon 3 Mehrfamilienhäuser, das ist unglaublich mutig, das so zu machen und so früh schon so zu starten. Du sagst auch selbst, das ist jetzt 3 Jahre alt, das Modell. Ne? Also gucken wir mal, wie das auf Dauer sich auswirkt. Aber wie gesagt, du verdienst eine Menge Geld jetzt schon damit. Und ich glaube, du selbst würdest auch sagen, so mutig ist es gar nicht, weil Immobilien eigentlich deine große Leidenschaft sind und das fast schon natürlich ist, dass du Immobilien kaufen musst. Kann man das so sagen? Absolut, ja. Erzähl mal, wie hat's angefangen? Das Immobilienthema, witzigerweise, war für mich schon immer ein Bestandteil meiner Zukunftsvisionen. Also ich habe als Kind schon immer zu meinen Eltern gesagt, wenn ich mal groß bin, dann, also ich habe damals immer gespielt, dass ich Häuser in der Toskana kaufe, herrichte und dann irgendwie wieder verkaufe. Das war so mein Lieblingsrollenspiel. Okay. Also andere Puppen spielen, hast du dir schon vorgestellt, Häuser in der Toskana zu kaufen. Genau, und so der nächste Knackpunkt war, als ich noch im Kleinkindalter war, hat mein Onkel in den 90er Jahren in einer neu gebauten Wohnanlage 3 Wohnungen gekauft. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum er nur 3 Wohnungen gekauft hat und nicht gleich die ganze Anlage. Und für mich war das schon immer so, dass ich mir dachte, wenn ich älter bin, dann wird für mich Immobilien sicher ein wichtiger Bestandteil sein. Ich wusste damals nur noch nicht genau, wie macht man das, wie kauft man die Immobilien. Und da hatte ich leider auch nicht das Glück vom Elternhaus, da die Werkzeuge an die Hand zu bekommen. Ja, ja. Das kam dann alles erst später. Okay, aber erst später, trotzdem ging es ja dann relativ früh los. Ja. Jetzt, klar, am Ende, ne, wir reden hier auch viel immer über Vermögensaufbau. Geht es ja um Geld. Lass uns mal da anfangen. Welche Rolle hat Geld wann für dich in deinem Leben gespielt? Also ich glaube, dass Geld etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Mhm. Ich habe immer gedacht, in Zeiten, wo ich wenig Geld hatte, zum Beispiel während des Studiums, habe ich immer gedacht, wenn man viel Geld hat, macht es einen sehr, sehr viel glücklicher. Das ist eine Meinung, die ich inzwischen revidieren würde. Aber ich glaube doch, dass Geld einem dabei hilft, sich sicherer zu fühlen, Träume zu verwirklichen. Und auch, wenn man mit dem Geld richtig umgeht, ist man, glaube ich, auch deutlich entspannter, was die Zukunftsperspektive betrifft,
wenn ich weiß, ich kann mir, das ist ja auch das, wo ihr das große Vorbild für viele seid, dass man sich selber um seine Rente kümmern darf und sollte. Ja. Weil dann muss man auch keine Angst davor haben, was die Politik entscheidet. Und ich glaube, diese Erkenntnis, wenn man die rechtzeitig hat, dann hilft einem das sehr dabei, dass man ja, entspannt in die Zukunft blicken kann. Okay, also Geld als Sicherheit, aber du sagst jetzt absolut nicht, Geld ist das entscheidende Thema, um glücklich zu sein. Genau. Einfach auch aus dem Hintergrund heraus, wenn man mal sehr viel, oder ich hatte das Glück, sage ich mal, dass ich direkt nach meinem Studium durch mein neu gegründetes Unternehmen, damals habe ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdient. Mhm. Und ich habe dann natürlich gedacht, okay, ich kann mir jetzt eine tolle Handtasche kaufen, tolle Schuhe kaufen, mhm, ein tolles Auto kaufen. Und wenn du das dann hast, merkst du, das Materielle macht dich nicht glücklich. Ja. Und wenn du dann dadurch, dass du sehr viel arbeitest, sehr viel Geld verdienst, eigentlich gar keine Freizeit mehr hast, merkst du, dass es irgendwo einen Mittelweg geben muss zwischen Glück und Geld, der vielleicht die goldene Mitte ist. Ja, ja. Ja, absolut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also als Stefan und ich Immocation gegründet haben, wir zahlen uns zwar ein Gehalt, wir hatten vorher aber sehr, sehr viel mehr Geld jeden Monat zur Verfügung. Jetzt zahlen wir uns das kleinste Gehalt, was wir fast je hatten im Leben, aber sind eigentlich am zufriedensten gerade. Ne? Genau. Aber klar, langfristig, ne, Vermögensaufbau ist das, was irgendwie die Sicherheit gibt. Absolut. Ja. So, jetzt fängst du kräftig an, Vermögen aufzubauen, ja, mit deinem Modell in Immobilien zu investieren. Erzähl mal, wie das Modell funktioniert. Also mein Modell ist, dass ich Mehrfamilienhäuser an Standorten kaufe, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt sehr attraktiv sind. Mhm. Ich vermiete an, oder meine grundsätzliche Idee für das Modell war, an Studenten zu vermieten. Deswegen achte ich darauf, es dürfen durchaus kleinere und auch C-Standorte sein, aber mit Hochschule. Mhm. Und was mir bei der Auswahl wichtig ist für mein Konzept, ist, dass ich schaue, dass ich sehr, sehr günstig einkaufe. Das heißt, meine Mehrfamilienhäuser sind optisch keine Granaten. Ich kaufe gerne Häuser ein, die für den durchschnittlichen Kapitalanleger optisch zu unschön sind. Mhm, weil genau darin liegt für mich der Gewinn, dass ich günstig einkaufe und dass ich dann einfach mit meiner selbstgebastelten Renovierstrategie sehr günstig renovieren kann und so einfach auch direkt nach dem Kauf sehr schnell den Verkehrswert oder den Marktwert steigere, ja, obwohl der Standort vielleicht nicht der attraktivste ist. Ja, ja. Okay, lass uns gleich über die Objekte konkret reden. wie sieht so ein Objekt aus? Dein erstes vielleicht? Mein erstes Objekt war ein Dreifamilienhaus. Ja. Das hat einen, wenn wir auch mal von Mikro- und Makrolage sprechen, mhm, also wie gesagt, ich achte darauf, dass es Standorte sind, die grundsätzlich sehr günstig sind, aber eine Hochschule haben sollten. Der Vorteil bei meinem allerersten Mehrfamilienhaus war, dass das ungefähr 100 Meter von der FH entfernt ist, mhm, also für Studenten, für Zimmervermietung sich ideal geeignet hat. Ich achte immer darauf, bei jedem Haus, das ich kaufe, dass es technisch in Ordnung ist. Das heißt, Sachen wie Elektrik, Strom, Verrohrung, Dach, Statik, das sollte alles in Ordnung sein. Ich kaufe keine sanierungsbedürftigen Häuser, sondern nur renovierungsbedürftige Häuser. Ich lege da immer großen Wert drauf, das auch so genau zu bezeichnen, weil mich sonst viele anschreiben und sagen, Mensch, Gwen, du hast gesagt, ich kann ganz günstig Häuser kaufen. Ja, ja, und ja, dann sind es leider häufig welche, die wirklich schon Ruinen sind. Das funktioniert natürlich nicht. Also technisch sollten die in Ordnung sein, aber optisch dürfen die Häuser, die ich kaufe, wirklich in einem sehr schlechten Zustand sein. Und mein erstes Haus habe ich tatsächlich komplett selber renoviert. Das war auch der Anspruch, dass ich alles selber machen kann. Was war das für ein Haus? Wie sah das aus? Also, klassisch Dreifamilienhaus, war alles sehr düster. Es waren überall Holzvertäfelungen an den Wänden, Holzvertäfelungen an der Decke. Teilweise nicht mal echtes Holz, sondern so beschichtetes Laminat oder sogar solche Styroporplatten, also optisch wirklich absolute Katastrophe und alte hässliche Böden. Und ich habe dann eigentlich
nach und nach. Ich habe tatsächlich Zimmer für Zimmer renoviert. So ist auch eigentlich aus der Not heraus entstanden, dass ich Zimmervermietung mache. Ja, okay. Weil ich mir dachte, während ich noch renoviere, könnte ich ja schon mal anfangen, das erste Zimmer zu vermieten. Ja. Okay, also das Haus innen komplett zu renovieren. Jetzt, wie konntest du grob überprüfen, dass das technisch in Ordnung war? Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich mache zwar sehr viel selbst, aber in der Ankaufphase nehme ich mir immer Hilfe dazu. Ja. Das heißt, ich habe entweder einen Allrounder, der auch sanierungserfahren ist, den ich mir mit dazu nehme, oder wenn ich zum Beispiel mir mit der Heizung oder mit irgendwas Technischem oder Elektrik nicht sicher bin, was ich selber nicht beurteilen kann, hole ich mir in der Ankaufsphase immer noch einen Profi mit dazu, einen Handwerker oder auch einen Bausachverständigen, der sich das anschaut und mir die Bestätigung geben kann, dass das einfach technisch in Ordnung ist oder auch statisch in Ordnung ist, dass da die nächsten Jahre jetzt nichts Größeres auf mich zukommt. Okay, wo findest du so jemanden? Also das kommt immer drauf an. Meistens frage ich in der Nachbarschaft, ob mir jemand jemanden empfehlen kann. Das ist übrigens was, was ich sehr oft mache, einfach mit Menschen zu sprechen. Und gerade wenn man an einem neuen Standort ist, hilft es ungemein, wenn man in der Nachbarschaft fragt. Die meisten sind extrem hilfsbereit. Ja. Wenn die auch sehen, dass jemand kommt, der sich um so ein nicht mehr so hübsches Haus kümmern möchte, freut sich jeder der Nachbarn, wenn da frischer Wind reinkommt und da helfen kann. Ja. Okay, also du kaufst das Haus, guckst, dass das technisch in Ordnung ist. Genau. Jetzt stehst du aber in dem Haus dann, hast gesagt, beim ersten hast du es selbst gemacht. Ne? Ja. Und das ist ein katastrophaler Zustand. Ist das leer zu dem Zeitpunkt? Ja, also bisher waren alle meine Häuser, die ich gekauft habe, zum Zeitpunkt des Kaufes leer. Ja. Wobei ich glaube, dass das kein Muss ist. Ja. Also ich glaube, es kommt ja natürlich auch immer ein bisschen auf die eigene Strategie an. Ja. Bei mir war es jetzt einfach so bisher, dass die Häuser, dass ich sie immer unbewohnt gekauft habe und dann auch die Möglichkeit hatte, optisch was zu verändern im nächsten Schritt. Ja. Okay, jetzt erklär uns, wie renovierst du? Ja, es ist inzwischen schon dieser geflügelte Begriff entstanden, nicht zu sagen, ich renoviere, sondern ich gewenoviere. Nicht meine eigene Wortschöpfung, muss ich ehrlich gestehen. Aber im Endeffekt bedeutet es einfach, es ist eine ganz einfache Art der Renovierung, vielleicht für die meisten Investoren auch auf den ersten Blick zu einfach, dass man sich denkt, Mensch, so einfach, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Meine Prämisse war eigentlich immer die, dass ich als Frau ohne große handwerkliche Erfahrung alles selber machen kann. Und die ersten drei Wohnungen habe ich eben komplett selber renoviert. Das heißt, ich habe einfach sowas wie Holzvertäfelungen an der Decke. Da habe ich einfach nachgedacht und wusste, okay, wenn ich die selber abmontiere, das wird sehr schwierig. Ich weiß nicht, was mich drunter erwartet. Nee. Dann müsste ich ja irgendwie erstmal die Möglichkeit haben, da vielleicht Rigipsdecke mit Halogenspots oder sowas zu machen. Das kann ich schlichtweg nicht. Und ich wollte mir einfach da auch niemanden holen, sondern ich wollte es selber machen. Und dann dachte ich mir, gut, dann wird es einfach weiß lackiert. Und so ist dann immer eins nach dem anderen entstanden. Ich habe einfach immer überlegt, okay, wenn ich es nicht selber machen kann, wie kann ich es selber machen? Hm. Oder wenn die Fliesen braun und hässlich sind, altbacken sind, so 70er-Jahre-Fliesen, womöglich noch mit so braunen Blumen drauf, habe ich mir gedacht, okay, Fliesen legen, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, wie kann ich es? Dann habe ich sie weiß lackiert. Und da gibt es super Fliesenlacke, wo danach die Fliesen weiß erstrahlen und wirklich sehr, sehr toll ausschauen, strapazierfähig sind. Und wo jeder Mieter sagt, hey, super, helle Fliesen. Ja. Hast du nicht Sorge gehabt? Also du wusstest ja vorher nicht unbedingt, dass das funktioniert. Ne? Ja. Also das ist so, wenn ich mir vorstelle, ich kaufe jetzt ein Mehrfamilienhaus in so einem Zustand, gut, technisch grundsätzlich in Ordnung, aber so wie du es beschreibst, innen nicht vermietbar, jetzt eher C-Standort, also da muss ich ja schon was, ne, muss was hermachen, damit ich es vermietet kriege. Und dann stehst du da und hast da nicht Sorgen gehabt, dass das schief geht irgendwie? Ehrlich gesagt, ab und zu ja. Also natürlich, wenn man dann vor allem nachts völlig erschöpft mitten in dieser Baustelle steht, dann hat man natürlich, glaube ich, ist ja normal auch mal so das Gefühl, bringt es überhaupt was? Ja, ja. Aber ich habe mir immer gedacht,
vielleicht ist das auch mein Vorteil, dadurch, dass ich ja Design studiert habe und mir Räume immer gut vorstellen kann. Also wenn ich einen hässlichen Raum sehe, kann ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen, wie er dann fertig aussehen wird. Das ist vielleicht ein Vorteil, den ich dort auch genutzt habe, so in diesen schwierigen Zeiten. Weil ich wusste immer, spätestens wenn dann die Möbel drin stehen und wenn die Vorhänge hängen, dann kann der Raum nur schön sein. Ja, das geht gar nicht, dass der dann also nicht schön ist. Ja. Und nachdem ich an dem Standort, wo ich auch mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft habe, selber studiert habe, wusste ich, was der Mitbewerb anbietet. Und ich wusste, egal was ich mache, wenn ich das mit meiner Art und Weise renoviere und einrichte, kann es nur ansprechender sein. Und ich habe es immer unter der Prämisse gemacht, wie hätte ich als Studentin gerne gelebt? Welches Zimmer hätte ich gerne gemietet? Und das war für mich eigentlich immer der Antrieb, nachdem ich vorgegangen bin. Und der Erfolg gibt mir recht. Also, absolut. Ich habe Gott sei Dank nie Leerstand und die Zimmer gehen, also sind immer gut vermietet. Und ich glaube, dass das einfach manchmal so ist, dass man Mut haben muss, um dann auch erfolgreich zu werden. Ja, absolut. Okay, und jetzt ist das reproduzierbar? Also im Prinzip ist bei mir jetzt gerade angekommen, du nimmst eigentlich einen Raum, jetzt kannst du dir den sehr gut vorstellen, machst da ja auch noch wirklich Möbelstücke rein, die in sich auch besonders sind, kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber ist das reproduzierbar, dass ich einfach jeden Raum weiß machen kann? Also du streichst einfach die Sachen weiß an, die alt aussehen und das geht überall? Geht das in jedem Raum? Oder? Meiner Meinung nach ja. Ich weiß aber auch, und deswegen sage ich immer, es ist eine Art oder eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ja. Ihr müsst es nicht so umsetzen, es ist nur das, wie ich es mache. Man kann natürlich auch eine hässliche Tapete abnehmen und die Wand frisch verputzen und dann streichen. Ja. Nur für mich wäre das in der damaligen Situation zu aufwendig gewesen. Ja, ja. Also habe ich mich entschieden, durchaus auch mal eine geblümte alte Tapete weiß zu überstreichen. Ja. Und habe dann gemerkt, obwohl das unkonventionell ist, dass es nicht schlecht ausschaut und dass kein Mieter daran was auszusetzen hat. Also im Gegenteil. Ich habe bisher immer erlebt, die Mieter kommen rein und sagen, hey, angenehmer Raum, schönes Zimmer. Obwohl ich nicht diese ganzen aufwendigen Maßnahmen gemacht habe. Na und du löst natürlich ein Problem. Wir waren jetzt selbst beispielsweise bei einer eigenen Wohnung auch in dem 15%-Problem. Ne? Genau. Du kennst es bestens. Also man darf halt in den ersten 3 Jahren nicht 15% des Gebäudekaufpreises renovieren. Ansonsten muss man das über die Zeit abschreiben und kann es nicht sofort steuerlich absetzen. Das heißt, da sind die Mittel einfach beschränkt. Absolut. Ne? Steuerlich Vorteil, die ersten 3 Jahre lieber nur zu renovieren, weil die Sanierung oder die aufwendigere Renovierung kann ich ja dann danach immer noch machen. Ja, genau. Und vor allem hast du dann zwischendrin natürlich schon enorm Cashflow, sprechen wir gleich noch drüber, gehoben, eben auch durch so eine Vermietung. Ne? Genau. Ja. Okay, Möbelstücke ganz kurz, was stehen da für Möbel drin? Ja, ich als Designerin, oder ich habe grundsätzlich einen Hang zu so Vintage-Möbeln, ich mag das total gerne, oder auch, die dürfen auch mal so ein bisschen shabby, schick sein und ja, auch wieder aus der Not heraus, ich habe damals dann einfach gedacht, gut, wo kriege ich jetzt auf die schnelle Möbel her? Ich hatte von meinem alten Haus, ich bin in der Zeit selber auch umgezogen und ich hatte vorher am Bodensee gewohnt und habe da aus einer alten Bodensee-Villa ganz günstig super schöne, bisschen kitschige Möbel gekauft und so von der Jahrhundertwende. Und die habe ich dann tatsächlich, weil ich sie übrig hatte, als Grundstock genommen und habe dann einfach auf eBay Kleinanzeigen geschaut, was ich noch so dazu finde oder auf Flohmärkten, auf Trödelmärkten und habe dann so ein bisschen, einfach so einen Stilmix, der aber bei den Studenten, die ja auch in dem Fall alle was Kreatives studieren, sehr gut ankommt. Ja. Okay, dann lass uns, ich meine, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, sehr klar für die Zielgruppe. Also das merkt man, das kommt immer bei dir raus. Das ist so deine Nische. Ich glaube, das ist auch Teil der Antwort jetzt auf die Frage nach dem Standort. Mhm. Deine Standorte sind jetzt nicht, wenn man da nachschaut, Bevölkerungsprognose top und genau, und das, darauf lege ich auch gar keinen Wert. Genau. Warum? Wie funktioniert das für dich, dass du da in solche Standorte gehst? Ja, also für mich ist immer wichtig, dass ich erstens, das ist mein sag ich mal, mein größter Grund, warum ich alles tue, ist, dass ich für jemanden ein Problem löse. Ja, ich möchte für Studenten, die an nicht so schönen Standorten studieren,
das Problem lösen, dass auch die Studenten, die dort studieren, schöne WG-Zimmer haben können. Das ist eben leider so, also ich meine jetzt in größeren Städten, München, Regensburg, Augsburg, ist es super leicht, tolle Studentenwohnheime zu finden mit modernen Zimmern oder ansprechend eingerichteten Zimmern. Und in den kleineren Standorten ist es leider nicht so. Oder da sind dann die Studentenwohnheime noch so 70er-Style. Ja. Und das war für mich immer der größte Anspruch, egal wo. Aber ich möchte das Problem lösen, dass man eben nicht unbedingt spießig oder altbacken wohnen muss als Student, sondern dass man in einer heimeligen, gemütlichen Atmosphäre wohnen kann. Ja. Das ist für mich immer das Allerwichtigste. Ja. Und dann spielt es für mich eigentlich keine Rolle, ob da jetzt die Bevölkerungsprognose positiv oder negativ ist, weil ich mich bei meinem Zimmerkonzept auf Studenten eigentlich spezialisiert hatte. Inzwischen merke ich aber, dass natürlich auch an schwächeren Standorten gibt es trotzdem Firmen. Und auch da gibt es zum Beispiel junge Arbeitnehmer, die dann auf meine WG-Zimmer zurückgreifen, weil es in der ganzen Region sonst nichts gibt, außer vielleicht Monteursunterkünfte, die dann natürlich wiederum auch nicht so ansprechend sind. Wäre gerade meine nächste Frage gewesen, wie findest du deine Mieter? Die meisten finden mich. Sehr, sehr, sehr gut, okay, ja. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Position aktuell, dass meistens ich weiterempfohlen werde oder die Zimmer werden weiterempfohlen. Da kommt dann einfach mal eine WhatsApp-Nachricht, ja, ich habe gehört, Sie vermieten WG-Zimmer, haben Sie noch eins frei? Ja. Oder was ich auch gerne mache, ist, dass ich direkt einen Ausdruck in der Hochschule aufhänge und dadurch meine Mieter mich finden können. Und was ich auch super gerne mache, ist, dass ich in Facebook-Gruppen gehe. Ja. Also ich schaue immer, was für Facebook-Gruppen gibt es, für den Standort, zum Beispiel Studenten-Facebook-Gruppen, wo ich dann einfach schreibe, hey, es werden wieder WG-Zimmer frei, könnt ihr euch melden. Und dann melden die sich von selbst. Oder ich hatte auch jetzt zum Beispiel einmal vor einem Jahr so einen Post gemacht in so einer Gruppe und jetzt kam eine Rückmeldung darauf. Okay. Ja. Also das heißt, die Leute empfehlen das dann auch nach einer längeren Zeit trotzdem noch wieder weiter, wenn jemand was sucht. Und ich glaube, das sind so die modernen Medien, die man dafür super nutzen kann. Ja, und man sagt ja auch immer, ne, also je schlechter der Standort, desto wichtiger ist das natürlich. Ja. Aber auch eben, und das sieht man an Standorten mit erstmal nicht so guten Prognosen, wenn ich dann eben zu den top-attraktiven Wohnungen gehöre oder sehr, sehr passend für meine Zielgruppe bin, ne, dann habe ich wahrscheinlich, du hast keinen Leerstand, oder? Du hast einfach Vollvermietung. Ja. Okay. Wahnsinn. Wie genau setzt du das? Wie viel Fluktuation hast du? Wie oft wechseln die Mieter? Das ist eine sehr gute Frage. Also der Durchschnittsinvestor möchte natürlich immer langfristig vermieten. Das ist mit meinem Modell einfach nicht so und das gebe ich auch zu. Ich habe vielleicht unterm Strich höhere Renditen oder einen höheren Cashflow, aber ich habe natürlich auch mehr Arbeit. Ich habe natürlich, dadurch, dass ich hauptsächlich an Studenten vermiete, eine relativ hohe Fluktuation. Im Schnitt bleiben meine Mieter ein Jahr. Ja. Also manchmal auch nur ein halbes Jahr, manchmal eineinhalb Jahre, aber meistens so ungefähr zwei Semester. Und dann ist da auch wieder ein Wechsel drin, weil viele auch meine möblierten Zimmer dann mieten, wenn sie zum Beispiel aus dem Praxissemester zurückkommen und bis zur Bachelorarbeit nur noch ein Jahr haben, lohnt es sich für die meisten nicht, nochmal eine neue Wohnung einzurichten. Und dann bin ich immer die perfekte Lösung dafür. Ja. Und das weiß ich aber auch. Und für mich ist es aber überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde im Gegenteil, ich mag es sogar ganz gerne, wenn ich weiß, okay, die sind da jetzt nicht für 20 Jahre drin, weil dann kann ich auch zwischendurch immer die Wohnung nochmal optimieren. Ja. Ich persönlich mag es ganz gerne, wenn die Fluktuation hoch ist. Und die Miete anpassen, ne? Genau. Okay, jetzt wohnst du ja ein paar Fahrstunden weg, oder? Von deinen Mehrfamilienhäusern. Wie organisierst du das? Auch da ist es natürlich so, dass wenn man merkt, irgendwo ist ein Engpass, man kann nicht immer hinfahren. Ich wollte auch nicht für jede Zimmerbesichtigung dann extra 400 Kilometer hin und 400 Kilometer zurückfahren. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass ich für jedes Mehrfamilienhaus dort mir einen Hausmeister gesucht habe.
Und ja, so zum Beispiel mein erstes Studentenhaus, da habe ich eine Hausmeisterin, die wohnt sogar direkt nebenan. Ja. Und die ist so die gute Seele des Hauses. Ich glaube, dass auch sie ein ganz großer Faktor dafür ist, warum sich Studenten für das Zimmer dort entscheiden. Weil sie wissen, da ist immer jemand da, sie nimmt die Pakete an, wenn die Studenten bei Amazon bestellen. Sie ist auch mal, hat auch mal ein offenes Ohr, wenn jemand Liebeskummer hat. Und das sind so banale Sachen, die aber für Studenten, die vielleicht zum ersten Mal von zu Hause wegziehen, super wichtig und entscheidend sein können. Und ich habe gemerkt, also ich fahre damit sehr, sehr gut. Mir ist das super wichtig. Ich habe sie einfach auf Minijob-Basis angestellt. Und so weiß ich, dass immer jemand da ist, wenn ein Zimmer besichtigt werden soll, wenn eine Schlüsselübergabe ist. Und das delegiere ich sozusagen alles und kümmere mich darum, nur so weit wie nötig selbst. Ja, ja. So, okay, jetzt ist das für mich sehr, sehr schwer vorstellbar. Also macht natürlich total Sinn, ne? So Hausmeisterin vor Ort, also mit denen Services bei Liebeskummer, das ist natürlich absolut großartig. Jetzt ist für mich sehr, sehr schwer vorstellbar, wie findet man sowas? Also ich habe jetzt einen Standort, ein paar Stunden weit weg, ne? Ich bin da, kaufe da ein Mehrfamilienhaus und jetzt hätte ich gern einen Hausmeister für das Mehrfamilienhaus. Das hat ja auch nicht so viele Parteien, dass ich da jetzt einen professionellen Service. Wie hast du die gefunden? Sprech mit Menschen. Okay. Ja, also tatsächlich ist das einfach die Nachbarin, die direkt im Haus nebenan lebt. Und sie hat, ja, das ist ja immer Schicksal. Wenn man mit Menschen spricht, erfährt man Dinge, die man sonst nicht erfahren hätte. Ich habe dringend jemanden gesucht. Eigentlich habe ich erstmal nur jemanden gesucht, der mir dann mal ein bisschen so das ganze Grund reinigt. Ja, ja, ja. Und dann kam die Nachbarin am Haus vorbei, hat mich gefragt, ah, wohnen Sie jetzt hier? Und ich habe gesagt, ich selber nicht, aber ich bin die neue Eigentümerin, ich richte gerade alles ein bisschen her. Wissen Sie zufällig jemanden, den ich fragen kann, der mir hier so im Treppenhaus einfach mal alles so ein bisschen grundreinigen würde? Und dann sagt sie, ja Mensch, meine Tochter hat jetzt gerade ihren Job verloren, die ist Reinigungsfachfrau. Ja. Und die hat es, letzte Woche wurde ihr gekündigt, es wurde alles outgesourced und die wäre dankbar, wenn sie einen neuen Job hätte. Ja. Und dann dachte ich mir, wieder aus dem Grund heraus helfen zu wollen, ja, ja, dann stelle ich sie halt einfach auf Minijob-Basis an und dann werden wir für sie Aufgaben finden. Ja. Ja. Und so hat sich das ergeben. Und eigentlich ist auch dieses Konzept mit diesem Hausmeister zufällig entstanden, durch diese Begebenheit. Ja. Aber es hat sich herausgestellt, dass es super wertvoll ist. Ja. Und dass sie mir auch ganz viele Arbeiten abnehmen kann, sei es alleine, wenn man an Studenten vermietet, darf man sich zum Beispiel nicht darauf verlassen, dass die regelmäßig die Mülltonne rausstellen. Na, aber wenn man einen Hausmeister vor Ort hat, na genau, man weiß es ja von sich selbst damals, oder? Aber wenn man vor Ort einen Hausmeister hat, ist es natürlich als Eigentümer sehr angenehm zu wissen, da wird sich um alles gekümmert. Ja, ja. Nee, macht absolut Sinn. Also ein Hausmeister ist ja der Traum von jedem Investor. Den hat man ja immer gern. Am besten einen selbst dann angestellt. Das ist großartig. So, und das hast du aber für die anderen Häuser dann auch einfach so gefunden? Hast du jeweils auch eine Person etabliert? Also das war jetzt nicht einmal Glück, sondern hast du wieder getan. Genau. Und auch, ich habe das nie inseriert. Ich habe wirklich immer mit Leuten gesprochen. Und natürlich bin ich ja selber auch oft vor Ort an meinem Standort. Ich habe auch aus meinem Studium damals dort noch viele wertvolle Kontakte. Ja. Und so frage ich auch zum Beispiel, wenn ich abends essen gehe, einfach beim Lieblingsitaliener, Mensch, wisst ihr jemanden? Ja. Und dann wird dir immer jemand empfohlen. Und wenn der nicht passt, das hatte ich auch schon, ja dann suchst du halt weiter. Ja. Ja, 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 ja. Aber ich glaube einfach, dass viele vergessen, dass man tatsächlich auch mit Menschen sprechen darf und auch mal nachfragen darf, ob sie jemanden wissen. Ja, absolut. Ja. Also wir haben ein paar Leute mittlerweile interviewt. Das zieht sich auch immer durch, dass irgendwann die Leute sagen, naja, am Ende ist das alles eine Sache zwischen Menschen. Das ganze Thema Immobilien, immer, ganz egal wo, ganz mit Menschen sprechen, löst sehr viel. Absolut. Genau, es ist eine wunderbare Überleitung auf das nächste Thema Zahlen, weil du eben überhaupt kein Zahlen-Junkie bist, also Nein. das Gegenteil davon. Richtig. Du kümmerst dich eigentlich sehr, sehr wenig um Zahlen. Lass uns mal teilhaben, wie bewertest du jetzt trotzdem deine Investition? Ja. Also für mich ist, du hast es sehr schön beschrieben, für mich ist immer wichtig, dass der Cashflow passt. Ich würde zum Beispiel nie eine Immobilie kaufen mit null oder negativem Cashflow, weil ich das Ganze schon ja auch als eine Möglichkeit sehe, damit Geld zu verdienen. Und ich möchte jetzt Geld verdienen. Natürlich steigt die Immobilie auch im Wert. Natürlich werte ich sie auch auf. Ja. Natürlich habe ich die Wert
Steigerung oder den Wertzuwachs dadurch auch, aber ich möchte trotzdem auch jetzt schon Geld damit verdienen und das jeden Monat. Ja. Und deswegen sage ich immer für mich als Prämisse, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, schau, dass das Ganze, so ist es für mich wichtig, mindestens 10% Rendite abwirft. Das wirst du nicht finden in Standorten wie München. Ja, nee. Nicht ganz. Ja. Genau, aber das ist eben auch einfach gar nicht meine, das ist nicht mein Auswahlkriterium für einen Standort, sondern ich sage, ich gehe auch gerne in schwächere Standorte, wenn die Rendite passt. Und hebeln kann man das Ganze durch die Zimmervermietung, dass ich sage, ich vermiete nicht die ganze Wohnung als eins, sondern ich vermiete jedes Zimmer. Da kann ich natürlich nochmal eine viel, viel größere, habe ich einen viel größeren Hebel zu der Normalvermietung und dadurch habe ich immer sehr, sehr gute Renditen, obwohl ich jetzt nicht derjenige bin, der sich vorher wochenlang irgendwelche Zahlen ausrechnet. Ja. Genau, also ich glaube, das spürt man bei dir ganz enorm, dass du denkst, als sehr unternehmerisch übrigens, finde ich, ne, du denkst total in Zielgruppe, du denkst an deine Studenten und wenn du die happy machst, wirst du Geld verdienen. Es ist das so. Das tust du. Wenn man die Zahlen nochmal, also du sagst 10% Rendite bei, ich sag mal, ortsüblicher Miete, also du wirst jetzt eine Immobilie kaufen. Genau. Mit 10% Rendite ist jedem klar, dass das eine Standortfrage ist. Ne? Das findet man absolut auch jetzt nicht in B-Standorten. Ja. Aber an Standorten mit Fachhochschulen oder Universitäten gibt es das grundsätzlich noch. Jetzt ist jedem auch klar, dass bei 10% Mietrendite Cashflow positiv ist. Das steigerst du aber noch weiter, indem du quasi möbliert vermietest. Genau. Und gleichzeitig sagst du, hebst du sogar den Wert deiner Immobilie durch die Renovierung auch noch. Richtig. Ja? Und das ist das Geniale, weil wenn ich jetzt so ein hässliches Entchen kaufe, ich renoviere es, das heißt mit sehr wenig Zeit und sehr wenig finanziellem Aufwand, das muss man sagen. Also ich schaffe es teilweise, ein Zimmer mit Möblierung von super hässlich, alles braun, renoviert mit Möblierung für 300 Euro. Deswegen, ich sage immer, das geht wirklich mit sehr wenig finanziellem Aufwand und auch mit wenig Manpower, also das schaffe sogar ich alleine. Ja. Okay, jetzt weiß jeder, kann sich jeder ausrechnen, ist genial, bei 10% Mietrendite alleine da schon. Ne? Wie gesagt, geht nur wirklich an entsprechenden Standorten, auch nicht an B-Standorten. Richtig. Aber an Standorten, die Fachhochschulen haben, gibt es sowas noch. Ich habe es auch vorher mir online angeschaut. Wenn du dann jetzt natürlich noch diese Rendite steigerst durch möblierte Zimmervermietung, das ist natürlich in Sachen Cashflow, wir kommen gleich darauf, wie lange du jetzt brauchst, um solche Immobilien abzubezahlen. Aber gleichzeitig steigerst du auch noch den Wert der Immobilie selbst. Richtig. Ja. Durch mehrere Faktoren. Erstens, dadurch, dass ich sehr günstig renoviere, habe ich einen optisch deutlich besseren Eindruck, auch für die Bank. Ja. Ich habe natürlich dadurch, dass die Zimmer frisch und ansehnlich ausschauen, kriege ich gute Mieten. Und wenn ich mit den Zahlen und mit den Bildern zur Bank gehe, da sagt jeder Banker, wow, das ist jetzt nicht gerade der beste Standort, aber das schaut ja toll aus. Ja. Super freundlich, super ansprechend, da würde ich meine Kinder auch studieren lassen. Okay. Da hat mein Banker neulich gesagt, hat er gesagt, Mensch, wenn ich für meine Kinder solche Studentenzimmer finden würde, da wäre ich super happy. Ja. Und ich habe zum Beispiel bei einem Haus, das war das erste, was ich komplett selber renoviert habe. Mhm. Also wirklich jetzt nichts hochpreisig gemacht. Ja. Alles weiß angemalt, weil einfach alles weiß, ganz genau. Ja. Und ich habe einfach dann nur mit dem Handy ein paar Bilder gemacht, weil ich für die Finanzierung von einem anderen Haus dieses Haus beleihen wollte. Ja. Und ich konnte wirklich, der Beleihungswert wird ja von der Bank immer ganz, 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 ganz weit unten unter dem Marktwert angesetzt oder unter dem Verkehrswert. Und ich konnte einfach den Beleihungswert um 90.000 Euro steigern. Ja, also nur durch diese einfachen Maßnahmen und dadurch, dass ich dann natürlich schon die Mieteingänge nachweisen konnte, dass ich damit diese Mieten erziele. Ja. Und es ist dann die Kombination aus Zimmervermietung, höhere Miete und optische Aufwertung
Mit einfachen Mitteln, wenn alles hell, freundlich und weiß ist, dann findet es auch ein Banker ganz attraktiv, ja, wenn er solche Bilder sieht. Ja, ja, ja. Ne, gerade an schwächeren Standorten, wo ja häufig noch so viele düstere Löcher zu sehen sind. Ja, ja, ja. Ja, macht absolut Sinn. Ne? Also das ist ein Stück Arbeit. Also ich glaube, ja, du bist... ist es. Also das alleine natürlich, das Renovieren, aber du bist, glaube ich, auch talentiert darin, das dann darzustellen, ne? Dass das dann auch wirklich gut wirkt. Glaube ich, nur ist vielleicht für Zuschauer auch generell wichtig, jetzt einfach einmal die Wand anmalen und zur Bank neu gehen. So simpel ist es nicht. Nein. Es ist schon ein Konzept. Du hast auch gerade gesagt, da steckt ein Vermietungskonzept für eine Zielgruppe dahinter. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin Banker und du kommst, legst mir das Konzept hin, erklärst mir wie und warum, ne? Logischerweise verstehe ich dann, dass diese Immobilie, die auch nachweisbar ja höhere Mieteinnahmen hat, einen höheren Wert hat, und dann kann man vielleicht auch über eine höhere Beleihung sprechen. Ganz genau. So, jetzt lass uns mal eben über Finanzierung sprechen, sinnigerweise. Du hast, über die erste sprechen wir gleich, die zweite Immobilie als Beispiel mal, weil das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen typischer ist, ja, die hast du großteils finanziert? Ja. Okay, und jetzt, wie lange planst du, bis die abbezahlt ist? Also ich kaufe ja immer sehr günstig ein, grundsätzlich. Ja. Ich tilge auch immer relativ hoch. Ja. Ich schaue, dass das Ganze, egal wie sich der Markt entwickelt, jeder Erschütterung standhält. Ja. Auch für die Bank. Natürlich, auch hier sind es wieder mehrere Schritte oder mehrere Faktoren, die für mich zählen. Ich kaufe ein in einem nicht so schönen Zustand. Ich werte sofort optisch auf. Ja. Dadurch bin ich natürlich schon mal abgesichert, sollte jetzt eine kleine Marktkorrektur stattfinden, dass die Immobilienpreise eventuell wieder ein bisschen absacken. Ja. Dann ja, bin ich durch diese optische Aufwertung einfach schon mal ein Stück weit geschützt. Ja. Und zusätzlich schaue ich immer, dass ich nicht zu niedrig tilge, sondern dass ich schon zügig tilge und abbezahle, damit ich da einfach ja immer ein bisschen mehr auf der sicheren Seite bin. Ich möchte das nicht so gerne so riskant aufbauen. Ich weiß, viele machen das, die dann einfach sehr schnell den Bestand aufbauen. Ich sage, nee, ich habe jetzt einfach jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft. Ich möchte das zügig abbezahlen. Ich sage, spätestens nach 15 Jahren sollte das dann durch sein. Mhm, okay. Ja? Was auch wieder zeigt, ne? Deswegen, wir haben gerade über riesige Renditen gesprochen, die sind natürlich notwendig dafür, sonst kann man das so schnell auch nicht tilgen. Ganz genau. Wie lange schreibst du fest, die Zinsbindung? Also ich habe jetzt bei meinen letzten Finanzierungen auf 10 Jahre festgeschrieben, weil natürlich aktuell die Konditionen sehr attraktiv sind. Und ich mir dachte, je nachdem, wie lange das jetzt noch so bleibt, mache ich das. Wobei auch da gibt es natürlich Modelle, wenn man es auf weniger Laufzeit festschreibt, kann das auch sehr interessant sein. Ja. Ja gut, aber ich sag mal jetzt am Ende, ne, wenn du weißt, du tilgst das in 15 Jahren runter, dann hast du halt eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Macht ja bei dem Standortrisiko, was du sicherlich hast, macht es auch irgendwie Sinn. Ne? Absolut. Mein Vermietungskonzept auch mit der Möblierung ist ja doch auch darauf aufgelegt, so eine Immobilie für 10 Jahre im Bestand zu behalten. Ja. Das ist ja jetzt nichts, was dann schnell wieder gehandelt wird. Deswegen habe ich auch die Finanzierungen auf den längeren Zeitraum festgelegt. Ja, ja, ja. Ja, macht absolut Sinn. Hast du Angst vor irgendwelchen Risiken? Nein. Nein. Was wäre das vielleicht Top-Risiko, wo du sagst, damit musst du umgehen? Vielleicht wäre das Top-Risiko, dass eines Tages ganz viele solche Konzepte anbieten. Oh, und okay. Vielleicht, ich meine, das kann ja sein, aber ich sage auch immer, Mitbewerb belebt das Geschäft, dann weiß ich, dass ich wieder noch besser werden muss, dass ich für meine Mieter noch mehr Benefits bringen muss, was nie schlecht ist. Ja. Aber ich habe grundsätzlich keine Angst, weil ich immer so einkaufe, dass ich weiß, dass ich eigentlich gar kein Risiko habe, trotz schlechter Standortwahl. Ja, ja. Und dein Cashflow dich natürlich enorm absichert, ne? Absolut. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt merken würde, nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren, dass die Zimmervermietung aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert, dann könnte man immer noch in die klassische Vermietung gehen und die Wohnungen vermieten. Mhm. Wenn man merken würde, auch das würde nicht mehr funktionieren, könnte man eine Immobilie auch wieder verkaufen. Ja. Und aufgrund dessen, dass man die ja optisch so sehr aufgewertet hat, wird man sie auch immer mit Gewinn verkaufen. Und ich sage, selbst wenn ich sie nicht mit Gewinn verkaufe, hatte ich einfach 10 Jahre super Cashflow. Ja, ja, also wovor sollte ich Angst haben? Ja, ich glaube, wenn man sich
Vorkauf der Immobilie, wenn man da seine Aufgaben erfüllt, wenn man alles ordentlich geprüft hat und wenn man da nicht irgendwie in offenes Messer rennt, braucht man vor nichts Angst zu haben. Ja. Alles, was passieren kann, dafür kann man sich versichern. Ja. Also sage ich jetzt mal irgendwelche Unwetter, dafür habe ich mich versichert. Also wovor sollte ich Angst haben? Ja. Wahnsinns Antwort irgendwie, weil man kann total was daraus ableiten. Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde, du denkst extrem unternehmerisch und es gibt ja unzählig verschiedene Modelle, wie Leute Geld in Immobilien anlegen, damit Vermögen aufbauen. Ja. Deins ist sicherlich an dem Ende des Unternehmerdaseins, also an dem Ende der Skala, wo man wirklich richtig Unternehmer wird. Deine Antwort ist deswegen nicht, naja, im Modell die und die Risiken, sondern du hast eigentlich nur Angst, dass jemand anders das Modell auch gut umsetzt. Ne? Ja, und selbst davor habe ich keine Angst, weil es mich anspornen würde, wieder einen Tick besser zu werden. Ja. Wenn ich ja. dieses Modell, sage ich dir ganz ehrlich, in München machen würde, da hätte ich Angst, weil die Preisentwicklung ist hier schon, oder sage ich mal, hier oder auch im Speckmantel Münchens ist natürlich der Druck extrem hoch, weil die Preise so massiv hochgegangen sind. Und irgendwann kann es natürlich sein, dass sowas ein bisschen in Schwanken gerät. Ja. Dann hätte ich Angst. Ja. Aber dadurch, dass ich immer günstig einkaufe und der Standort für mich vielleicht, es ist kein A-Standort, aber immer abgesichert, ich gucke natürlich immer, gibt es dort eine Hochschule? Und so eine Hochschule verschwindet nicht von heute auf morgen. Nee, ich habe mir die Studentenzahlen von den Hochschulen angeguckt, wo du investiert bist. Ne? Natürlich verschwindet das nicht. Da sind junge Leute, das kann man, auch, kann man auch ablesen, ne? Die teilweise auch steigen, die Studentenzahlen. Ganz also deine Zielgruppe wird es da auf Dauer noch geben. Also einfach krasses Mindset. Ne? Das ist Unternehmer-Mindset und das ist eben sehr, 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 sehr chancenorientiert gedacht. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Wer es dann aber so umsetzt wie du, der hat natürlich auch entsprechend sehr, sehr viele Benefits davon. Absolut. Wie viel Arbeit ist das? Viel. Aber es macht Spaß. Ja. Und also auch das ist natürlich wieder ein wichtiger Punkt. Ich liebe es eben einfach, Häuser schön herzurichten. Ich liebe es auch, Zimmern wieder eine Seele zu geben oder ein Herz zu geben. Ich genieße es selber, wenn ein Raum ästhetisch gestaltet ist. Und ich weiß, es gibt viele, die auch mein Konzept schon gehört haben, die dann sagen, ach Mensch, das mache ich auch. Ja. Und dann stellen die da irgendwelche alten Möbel von der Oma rein und wundern sich, warum das Konzept dann nicht funktioniert. Ach, gab es welche, die das gemacht haben? Ja, aber das und dann werde ich angeschrieben, ja, Gwen, also das klingt immer alles so easy peasy und dann funktioniert es irgendwie doch nicht so, ich finde keine Mieter. Ja. Nein, natürlich sollte das Ganze dann auch ansprechend gestaltet sein, es sollte hübsch aussehen. Und das ist für mich auch der Anspruch. Ich mache das Zimmer immer so, dass ich sage, wenn ich das im Internet sehen würde, zum Beispiel als Hotelzimmer, sollte ich sagen, ja, das ist jetzt nicht so altbacken, sondern das ist einfach nett. Das muss ja jetzt nichts Luxusmäßiges sein, das müssen auch keine teuren Möbel sein, aber einfach, dass es ansprechend gestaltet ist. Und wenn man sagt, man möchte so ein Konzept umsetzen, was ihr sehr gerne machen könnt, deswegen bin ich ja auch bereit, meine Infos rauszugeben, aber dann sucht euch jemanden, der vielleicht gestalterisch das drauf hat und für euch die Zimmer einrichtet. Oder auch mal an einen Homestager sich wenden. Homestager könnte sehr, sehr gut mit wenig Mitteln einfach ein schönes Raumgefühl zu erzeugen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mieter auch zu schätzen weiß. Ja. Wie bringst du das in deinem Alltag unter? Manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin ja nebenbei auch noch Unternehmerin also, in einem anderen Bereich. Ja. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe in den letzten Jahren viele, viele freie Tage oder Wochenenden dafür verwendet, an meinen Immobilientraum zu arbeiten. Ja, ja. Ich habe auch auf Urlaube verzichtet oder auf Reisen mit Freunden verzichtet, weil für mich das was ist, was mich erstens sehr erfüllt und zweitens auch was ist, und da kommen wir zur Frage eingangs, was für mich Geld bedeutet. Mhm. Für mich ist das auch ein bisschen so dieses, dass ich sage, das ist für mich eine Sicherheit. Mhm. Ja, weil wenn ich jetzt meine Energie darauf verwende, dass ich solche Konzepte entwickle, die funktionieren, die reproduzierbar sind, die dadurch ja auch skalierbar werden, weil ich kann das an jedem Standort dann machen. Ja. Wenn ich die Energie jetzt investiere, dann mache ich das sehr, sehr gerne, weil ich weiß, dass ich dadurch später einfach deutlich entspannter dem Alter entgegenblicken kann. Ja, ja. Macht eine Menge Sinn und das Commitment, also
wer solche Ziele hat, wie du sie hast oder solche Dinge so umsetzen will, dann muss einfach auch ein bisschen Commitment her. Ja. Unbedingt. Und deswegen sage ich auch, ich wachse ja auch sehr langsam. Ja? Viele sagen, ja, ach Mensch, in drei Jahren nur 3 Mehrfamilienhäuser. Natürlich hätte es auch 10-mal so viel sein können, aber ich möchte einfach gesund wachsen. Und für mich ist es auch, ja, sag ich mal, wichtig, dass es mit dem Mindset, das man aufbaut, wächst. Ja, ja. Weil ich sehe viele da draußen, die jetzt ganz, ganz schnell einen großen Bestand aufbauen, aber irgendwie private Vermieter, die dann nicht so dahinter herkommen mit, wie man damit umgeht. Ja, und ich glaube, man wächst mit jedem Investment, wächst man auch nochmal ein Stück persönlich an der Sache. Ja, ja. Also man merkt an jeder deiner Antworten deinen Anspruch. Ne? Also ein Mehrfamilienhaus im Jahr, das ist für manche Leute schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt stehen zwangsläufig 2 Fragen im Raum, wenn man sich damit beschäftigt, wie man das jetzt vielleicht selbst noch umsetzen kann, neben den Details der Umsetzung selbst. Wo kam bei dir das Geld her, anzufangen? Gute Frage. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich hatte das Glück es ist einfach so passiert. Ich habe schon während meinem Studium viel im Vertrieb gearbeitet. Also ich habe Messeverkauf gemacht, so klassisch. Und ich habe dann auch gegen Ende meines Studiums gemerkt, okay, ich liebe es zwar, das Kreative, was ich im Studium habe, zu machen, aber ich liebe es einfach auch total zu verkaufen. Ich liebe den Vertrieb. Ja. Und so hat sich das ergeben. Ich habe schon während meinem Studium Einzelunternehmen gegründet. Damals habe ich, jetzt ist gerade Wiesenzeit, können wir das auch sagen. Ich habe damals Trachten-Accessoires genäht und Dirndl-Schürzen genäht und übers Internet verkauft. Ja. Und dann bin ich eben in Messeverkauf gekommen, habe da im Vertrieb also mein erstes Geld verdient und gemerkt, das ist doch deutlich attraktiver als die meisten Sachen, die man nach dem Studium sonst so arbeiten kann. Ja. Und deswegen habe ich sofort nach dem Studium eben eine Firma gegründet für Messevertrieb und habe da auch dann sehr schnell sehr viel Kapital aufbauen können. Ja. Und das war mein Glück. Ich habe immer sehr viel gespart, auf die Seite gelegt. Ich habe auch mir viele schöne Sachen gegönnt, aber ich habe immer sehr viel Geld jeden Monat auf die Seite gepackt, weil ich mir dachte, eines Tages kaufe ich mein Eigenheim und dann brauche ich so im Münchner Raum 30% Eigenkapital. Mhm. Das ist eine Menge Geld. Mhm. Und die 30% Eigenkapital im Münchner Raum reichen jetzt für ein ganzes Mehrfamilienhaus wahrscheinlich. Ne? Ja. Und so war, wie das Schicksal es so wollte, dass ich einfach mein erstes Mehrfamilienhaus komplett bar Cash bezahlen konnte, weil ich das Geld einfach sozusagen übrig hatte, weil ich es immer fleißig gespart habe. Ja. Na, und das ist auch wieder so eine Sache, viele sagen, Mensch, du hattest so ein Glück. Sag ich, ja, hatte ich. Aber ich war auch trotzdem so vorausschauend, das Geld auf die Seite zu legen. Ja. Denn man hätte es auch ausgeben können. Ja. Absolut. Also das ist, wir stellen die Frage oft, wo kommt die Kohle her? Ja, ne? Wenn Leute so, und es ist eben nie Glück. Ne? Also es wirkt von außen so, ist es dann aber doch eben nicht. Ne? Du, du hast dich unternehmerisch früh betätigt, du hast im Vertrieb Gas gegeben, du hast aber Kohle verdient, hast auch Kohle auf die Seite gebracht und kannst du dann fairerweise auch investieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man früh auch anfängt, immer einen gewissen Teil von dem, was man verdient, auch auf die Seite zu legen, damit man dann flexibel ist, wenn dir der gute Deal über den Weg läuft, dass du den auch dann machen kannst. Ja. Ja, absolut, absolut. Und es steckt eben Arbeit drin. Ne? Ja. Wer das berühmte passive Einkommen gerne haben möchte, der muss erstmal eine Menge aktiv dafür tun. Immer, absolut. Okay, so die zweite große Frage. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, du kaufst extrem günstig ein. Also nicht nur einfach der Standort ist schlechter, dadurch ist der Preis niedriger, sondern du kaufst auch an den Standorten extrem günstig ein. Wie machst du das? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich habe tatsächlich alle meine Häuser bisher über ImmoScout gefunden. Mhm. Auch da sagen ja viele, das geht gar nicht mehr. Es gibt auch ImmoWelt und ImmoNet, sollen wir mal dazu sagen. Ja, genau. Aber ja, danke. Stimmt. Oder eBay Kleinanzeigen finde ich auch klasse. Ja. Super. Ja. Genau, nur ist es so, dass ich, wenn ich ein Haus sehe und es ist zu einem bestimmten Preis angegeben, ich schaue mir nur das Haus an. Mich interessiert der Preis erstmal nicht. Weil ich biete immer den Preis, den ich für realistisch halte. Und ich habe auch gelernt, und da sind wir wieder beim Sprich mit Menschen, man kann mit jedem Verkäufer auch sprechen.
Und wenn man einfach seine Situation erklärt und auch erklärt, was habe ich damit vor, und wenn man dann sagt, ich habe momentan einfach so und so viel und das könnte ich Ihnen sozusagen sofort überweisen, dann sind viele bereit, auch doch deutlich unter ihren ursprünglich angedachten Verkaufspreis zu gehen. Beschreib mal eine Situation. Wie kam es zu einem Verkauf und was hast du dem Verkäufer gesagt? Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, die Eigentümerin war eine betagte Dame, die dann zu ihren Kindern gezogen ist, weil sie selber einfach mit dem Haus nicht mehr klarkam und es stand auch leer und das war auch ein Mehrfamilienhaus, die Wohnungen standen leer. Und dann habe ich einfach gesehen, dass dieses Haus mit so viel Liebe eines Tages gestaltet wurde. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich diesen Kern, den das Haus ja irgendwie noch hat, diese Seele wieder hervorholen. Ja. Nur wird mich das halt viel Geld kosten, weil da muss ich ja erstmal viel auch in die Hand nehmen, um das wieder so herzurichten. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das verstehe ich absolut. Und hat sich dann wirklich auf einen deutlich geringeren Kaufpreis eingelassen, aber ohne ein schlechtes Gefühl, sondern sie hat sich wirklich von Herzen dann gefreut, dass ich das Haus kaufe und dass ich es dann auch wieder so mit Herz und Seele beleben möchte. Ja. Und was auch immer so eine Sache ist, wo ich sage, vielleicht auch als Frau gewisse Dinge anders mache als so der Durchschnittsinvestor, wenn ich mir ein Haus angeschaut habe und der Meinung bin, ich möchte das haben, dann gehe ich immer danach zum nächsten Blumenladen, kaufe einen Blumenstrauß, hänge den an die Tür, mache einen Zettel hin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Besichtigung und ich würde mich freuen, wenn Sie mich als Käufer des Hauses auswählen. Ja. Und es sind so kleine Dinge, die doch das Herz und die Seele berühren, die auch von Herzen kommen. Ja. Ich glaube, sowas funktioniert nicht, wenn man das nur macht, weil man denkt, das hilft, sondern ich mache das wirklich von Herzen gerne. Ja. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass man so doch auch in umkämpften Märkten oft den Vorteil dann hat. Ja. Dass man den Zuschlag kriegt. Ja, finde ich eine unglaubliche Geschichte. Also weil das so ein Detail ist, ne? Und ich sage jetzt mal ne, bei aller Renditejagd, die es da immer so gibt. Richtig. Und die Leute nochmal die letzte Nachkommastelle genau irgendwie ausrechnen, sich ihre Investitionen durchrechnen und an Messerschneide verhandeln irgendwie versuchen. So eine menschliche Aktion, die kann richtig bares Geld wert sein und beziehungsweise den Deal überhaupt erst möglich machen. Absolut. Ne? Und auch das, wie habe ich schon gesagt, ne, zieht sich wirklich durch mit den vielen Leuten, wo wir sprechen. Diese Menschlichkeit, das Eingehen auf das Gegenüber, ne? Ich meine, das ist Wahnsinnsgedanke, danach einen Blumenstrauß kaufen, danke für Ihre Zeit. Es ist einfach nur menschlich. Ne? Genau. Ja. Und ich denke, das ist oft das, was manche, die dann so als harter Investor auftreten, die sagen, ja, ich habe mir jetzt durchkalkuliert, wir müssen das sanieren, das muss gemacht werden und da kommt so und so viel auf uns zu. Und wenn man sich in die Lage des Verkäufers setzt, die haben das Haus vielleicht eines Tages selber gebaut oder die Großeltern haben das Haus gebaut, da stecken ja Emotionen drin, vielleicht Kindheitserinnerungen. Ja. Und dann herzugehen und zu sagen, an dem Haus ist ungefähr alles schlecht, das verletzt ja den Eigentümer auch. Ja, ich versuche immer einfach so auch diesen Respekt zu zollen für alle Geschichten, die in dieser Immobilie stattgefunden haben. Ja, super, ja. Und ich versuche einfach dann nicht mit dem Drahtbesen durchzugehen, sondern einfach zu gucken, vielleicht auch, wo ist die Bindung, die noch da ist. Oder ich biete zum Beispiel auch immer an, wenn das aus einer Erbschaft zum Beispiel ist oder da jemand drin aufgewachsen ist, hey, wenn fertig renoviert ist, sind Sie eingeladen, trinken wir den ersten Kaffee hier zusammen. Ja. Und da freuen sich die Eigentümer, weil sie dann einfach auch wissen, es kommt in gute Hände. Ja. Und das klingt vielleicht kitschig, aber für mich ist sowas immer unglaublich wichtig. Ja, ich glaube auch, dass das super funktioniert. Das ist, ich glaube wirklich, Frauen sind teilweise sehr viel empathischer. Das hilft enorm. Uns hat ein Makler erzählt, ein befreundeter Makler, extrem erfolgreicher Makler, wenn der quasi Objekte das erste Mal sieht, um sie dann vermarkten zu dürfen, da konkurriert er ja mit anderen, ne? Sagt, wir machen die Tür auf und da ist ein Hund, dann hat er genau eine Aufgabe, die erste Minute verbringt er nur mit dem Hund. Sehr, sehr gut. Da geht er auf die Knie, beschäftigt sich mit dem Hund, fragt den Namen und so weiter. That's ne? it. Das genau. genau, und das Punkt. Macht den Unterschied, weil logischerweise ist der Hund dem Besitzer wichtig und die Immobilie natürlich noch viel mehr, wenn die dem Besitzer wichtig ist. Ne? Absolut. Dann beschäftigt man sich erstmal mit der Immobilie, würdigt auch, ne, was der andere da gemacht hat. Okay, jetzt interessiert mich gleich noch, wie es weitergeht. Ein Hinweis noch kurz in eigener Sache. Wir versuchen gerade den ersten
Messenger-Bot für Vermögensaufbau mit Immobilien zu bauen, also Facebook-Messenger-Bot, wir verlinken den hier unter dem Video, ne? Da kann man beispielsweise ein Spiel spielen, hilf Olaf seinen Standort zu finden. Dann das lernt man ist was. Übrigens sehr cool. Ja, hast du schon gemacht, ja? Genau. Cool. Also das macht eine Menge Spaß, wer das ausprobieren möchte, wie gesagt, der Link unter dem Video. So, jetzt lass uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Von was wirst du leben, wenn du mal in Rente gehst? Glaubst du? Wenn ich in Rente gehe, werde ich sicher weiterhin oder noch mehr als jetzt davon leben, dass ich Menschen ein Zuhause gebe. Mhm. Also davon bin ich überzeugt. Ich liebe es einfach, oder ich sehe mich, glaube ich, auch immer weniger als Vermieterin, ich sehe mich immer eher auch als Gastgeberin. Und ich liebe es einfach, Menschen ein schönes Zuhause oder eine schöne Behausung für einen Zeitraum zu geben. Und ich glaube, dass das immer einen großen Teil in meinem Leben beinhalten wird. Und auch wenn ich später in Rente gehe, ich glaube, ich bin jemand, der kann nie ganz stillhalten. Ich werde immer irgendwas tun. Und es wird aber ganz sicher was mit Immobilien zu tun haben. Herrlich die Antwort. Ja, du gibst Leuten ein Zuhause. Das ist eine geniale Antwort auf die Frage. Wir bekommen logischerweise oft so Antworten wie, naja, dann lebe ich von dem Cashflow von meinen ersten 11 Immobilien, genau ausgerechnet, oder von den Dividenden meines Aktienportfolios oder so. Nein, du lebst davon, dass du Leuten ein Zuhause gibst. Wunderbar. Ja. Ist das auch schon die Vision für das, was du jetzt zukünftig tust mit Immobilien, oder wie würdest du die Vision beschreiben? Ja, definitiv. Also ich möchte natürlich, nachdem mir alles, was mit Immobilien zu tun hat, unglaublich viel Freude bereitet und ich auch merke, dass ich anderen damit sehr viel Freude bereiten kann. Zum einen natürlich, indem ich meine Erfahrungen weitergebe. Ich freue mich immer super, wenn ich dadurch andere Investoren motivieren kann oder auch junge Menschen motivieren kann, überhaupt anzufangen. Ja. Das liebe ich sehr und gleichzeitig liebe ich es eben auch sehr, Gastgeberin zu sein oder Zuhausegeberin zu sein. Ja, ja. Und ich möchte aber als Vision das Ganze jetzt nicht nur in diesem kleinen Bereich lassen, sondern ich sehe mich durchaus auch darin, in Zukunft nicht mehr so schöne Eigenheime herzurichten, die dann für Eigennutzer, die ein Haus kaufen möchten, anbieten zu können. Na, also dieses klassische Fix- und Flip-Staging. Weil ich merke, dass sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, die kommen in ein Haus und es ist technisch super. Ja. Aber es ist halt hässlich und dann denken die, das ist nicht unser Zuhause. Ja. Und ich möchte einfach damit helfen, dass ich diese Immobilien optisch aufwerte, zu zeigen, Mensch, so könnte es doch euer Zuhause sein. Ja. Also man kann von dir in der Zukunft, glaube ich, zweierlei erwarten. Einmal, es geht intensiv weiter beim Immobilienthema selbst. Du hast großes Vor, was du gerade beschrieben hast. Du bist aber auch bereit, so wie hier jetzt gerade passiert, dein Wissen zu teilen. Ja, was absolut. Auch super spannend ist. Wie kann man dich kontaktieren oder dabei bleiben, wenn man das möchte? Also ihr könnt euch entweder auf gwenherbst.de in meine E-Mail-Liste eintragen. Da werde ich dann in Zukunft doch auch hoffentlich etwas regelmäßiger euch mit Informationen versorgen oder ansonsten einfach auf Instagram unter gwen-herbst einfach mir folgen und da seht ihr dann immer, was ich gerade so mache und wo ich gerade so bin. Perfekt, beides werden wir auch unter dem Video noch verlinken. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Von Herzen gern. Ja, das Interview war hoffentlich spannend für dich und für euch. Wer jetzt strukturiert einmal lernen möchte, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert, direkt unter uns ist ein kostenloser Videokurs von uns zu diesem Thema verlinkt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würdest du uns mit einem Daumen hoch einen Riesengefallen tun. Jetzt ganz viel Erfolg bei der Vermietung. Es lohnt sich.